Nee, aber stimmt schon, es gab ja mal Tower Defense, da konnte man zwischendurch noch irgendwo auf Sonderplattformen springen. Gab's hier nicht. Ja. Aber dann mal schauen, was der Petrov dazu sagt. I'm eager to find out how things went at the Imperian perimeter. I've repelled the invaders. You can start sending out troops to reinforce the fortifications where necessary. Gut, der scheint zufrieden zu sein. Oh. Wir hatten ja mal wieder ein paar Level-Ups. Deswegen verteile ich mal kurz ein wenig Punkte. Ja, ich habe sogar mal wieder Belohnung bekommen, die sich sogar lohnt, teilweise anzulegen. Wow. Ach, phänomenal, ne? Ja. Hier überall was reinpacken. Katharina hat, glaube ich, auch was bekommen. Katharina hat ihr Stufenlimit erreicht mit 25. Steht das bei dir auch? Muss ich gleich mal eben nachgucken. Einen Moment. Und dann schaue ich auch mal in meine Tasche. Das. Oh ja. Dann bitte weniger Schaden, aber die anderen Sachen sind gut. Bei dir auch so? Das reminds me of my army days. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir es in Spielen früher auch mal hatten. Das kann sein, dass sie es geändert haben. Ja. So, Chimäre habe ich ja ganz vergessen. Ah, ich habe einen neuen Ruf-Boni. Ich habe außerdem auch die Rufgrenze erreicht. Da habe ich eben noch nicht geschaut. Stimmt, Rufgrenze erreicht, ja. So, Spezialgegenstände gab es hier. Wusste ich gar nicht, dass man nur 10 haben kann. Oh, das ist vielleicht neu. Ja. Achso, da habe ich ja nichts bekommen. Ah, nee, oh, ich verkaufe die Elixiere gerade. Das wollte ich natürlich nicht. Aber die scheine ich wirklich alle nicht. Doch, jetzt Widerstand. Jetzt kann ich sie auf einmal verbrauchen. Also zumindest die, die ich vorher noch nicht hatte. Weiß verwendet. Weiß verwendet. Gut. I can't use that. So, jetzt habe ich echt mal die meisten Elixiere gestuckt. Noch ein Fläschchen und noch ein Fläschchen. Dann geht es für uns jetzt wohl wieder in die tiefe Tinte und zwar richtig ins Reich des Torwächters. Ich hoffe mal, der wartet noch auf uns. Ja. Ich glaube schon. Auf jeden Fall warten vorher noch ein paar Gegner auf uns. Ja. Basaltoano, ja, egal. Sind die aus Stein, also aus Basalt? Ich habe da gerade Basaltors gelesen. Aber gut. I can't do that. Da gibt es noch manchmal Liden, also es scheint wirklich vielleicht so eine Anspielung auf aller Art Gestein zu sein. Ja. Wie schnell die umkippen. Überleg mal, wenn wir jetzt noch unsere Ausrüstung mit Essenzen verbessert hätten. Ja, was wir einfach mal gekonnt ignorieren. Ja. Hat da gerade auch jemand irgendwo gestöhnt bei dir? Ja, das waren die Gegner, die wir getötet haben. Habt ihr sonst nie so stöhnen hören? Hätte ja auch sagen können, dass das bei dir zu Hause ist. Ja. Nee. Meine Nachbarn haben gerade keinen Sex. Oder ich höre es gerade nicht. Ist das auch so, dass das, nur so, das Bett an die Wand knallt? Und ja, schon seit einiger Zeit nicht mehr. Hoffentlich ist bei denen alles in Ordnung. Hast du mal nachgefragt, ob die Eheprobleme haben? Nee. Ach, es gibt einfach. Der sah gerade aus wie ein Schatzgoblin. Wir haben eine Errungenschaft. You are too young for the bad. Ja, der sah echt aus wie ein Schatzgoblin und ist ja auch vor uns weggelaufen. Ja, und hatte so einen Sack. Das war sicherlich ein Bonusinhalt, den wir jetzt geschafft haben. Wirklich wert.
Eine Hügelschildkröte, die sieht ja mal geil aus. Die hat einen Baum auf dem Rücken? Ja. Ich schau nochmal kurz erst hier hoch. Da ist, glaube ich, nichts, oder? Doch, da ist... Oh. Ich habe da vorne Hügelschildkröten angeschossen. Ja, okay, es war nur eine Kiste. Wenn du gleich noch ein paar Goldstücke willst, kannst du mir... Oh! Oh? Ich bin eben einmal tot umgefallen. Bist du in irgendwelchen bösen Bodeneffekten stehen geblieben? Ja, ich glaube, bis zum Torwächter werden wir noch ein bisschen brauchen. Ja, werden wir am Ende dann sehen, wie groß diese Map wirklich ist. Ja, man kann ja über M immer gucken und... Ja. Ja, aber das ist halt schwer einzuschätzen, wie groß es wirklich werden wird. Ja, bestimmt, wie viel direkt wir sozusagen hingehen. Ja, ich verliere sogar ein bisschen was von meinem Schild gerade. Ein Skandal. Hier vorne geht's noch weiter. Es geht in mehrere Richtungen. Ja, hier ist ein... Hier war nur ein Gesteinshaufen, den man... Oh, hier ist noch mehr. Also hier lohnt sich's, glaube ich, weil das ist jetzt sozusagen nicht der... Ich vermute, das ist nicht der direkte Weg, den wir hier gerade gehen. Ja, muss ja erstmal alles einsammeln, was du schon aufgemacht hast. Achso, ne, da sind wir wieder zurückgelaufen. Okay, gut. Da kommt man nur zurück, das ist... Keine Ahnung, ob das jetzt was gebracht hat. Schön finde ich ja auch den Namen der Einessenz, Quintessenz, was, glaube ich, nicht in Wirklichkeit ist. Nein, ist. Hier habt ihr Drachen. Das sind aber nur Drachlinge. Das sind die kleinen Süßen. Ja, ist zu spät. In WoW habe ich die nie als... Ach, das waren das Drachenwelten, ne? Die man als Haustier kriegen konnte. Da gab es echt welche, die habe ich gefahren bis zum geht nicht mehr und nie bekommen. Weiß wie ich ja. Ich krieg auch mal alle Geröllhaufen. Ja, das kann ja gut sein. Irgendwie, du hast 12 Geröllhaufen kaputt gemacht. Geröllhaufen. Du musst sie wieder heile machen oder so. Und jetzt kommt hier gleich so ein großer Feuergolem. Dann stellen wir uns mit einem Stab auf diesen Übergang und schreien: Du kommst nicht vorbei. Oder für die Freunde von Originalversionen: You shall not pass. Ist das gestorben? Nein, das sah nur so aus. Abscheulichkeit und größerer Feueratem hat die Hügelschildkröte. Ja, das mit der Abscheulichkeit kann ich bestätigen. Es kommen dann noch welche mit einem kleineren Feueratem. Hier ist ein bisschen dunkel. Ne, hier müssen wir aufpassen, dass wir keinen Geröllhaufen verpassen. Aber du könntest recht haben, dass das ein größeres Gebiet ist. Ja. Letztendlich ist es ja auch das Reich des Torwärters. Und das ist dann natürlich etwas größer. Oh, da ist noch eine Schildkröte. Gut ist, die sind ja echt mal extrem... Langsam. Flott. Ja, wie Schildkröten halt so sind. Vielleicht müssen wir die gar nicht bekämpfen. Könnten denen auch einfach hier so ein Salatblatt und dann ist alles gut. Ja, aber lass sie doch einfach töten. Okay, da oben scheint es dann am Ende lang zu gehen. Keine Kiste, kein gar nichts, okay. Oh. Es passiert was. Eine Sequenz. Und ich laufe, ein Marathon. Boah, laufe ich weit. Ich sehe nichts. Was gucken wir uns an? Ghost. What an unlikely pair. One bound to the decaying flesh. The other bound to him by an oath to a bloodline. What do you seek in the gatekeeper's domain? We seek passage to the deep realms,
We have unfinished business with a certain faceless Tsar. Immortals can pass through the gate for a gift. Mortals have to prove themselves in a trial of combat. Do I have to fight you to get to the other side? An interesting thought, but you can't fight me. You have to face my champion. Simply submit to his might. Just die, and you can pass. I think he prefers a more violent solution. What was that part about immortals and gifts? I'm too close to my prey. Let's do this. Okay. Der hat aber neben. Ach da. Und ich stand ganz oben. Und beschwört Fledermäuse. Dann würde ich sagen, mach du mal einfach die Ads. Wow. Der macht bösen Blitzschlag. Ja, das glaube ich. Oh, krass, du hast den ja schon eh halt getötet. Jetzt. Ja, jetzt haut er zum Glück wieder auf Katharina rum. Aber der Blitz eben, den er mal gemacht hat, der war böse. Okay. Das war... Okay. Ich würde hier mich gerne noch mal eben kurz umgucken. Das machst ja, du wahrscheinlich. Ich laufe hier gerade auch lang. Ja. Du hast ja keinen. Beim schaue ich nach Geröllhäufen. Ja. Aber ist, also hier drüben war nichts. Ist ja wahrscheinlich auch keiner. Ab in die tiefe Tinte. Wir vorne rein. Schrein der Klagen. Wollen wir uns mal nicht beklagen? Vielleicht schon. Wieso? Ah, jetzt kann ich auch klicken. So, angekommen sind wir. Hier drüben ist erstmal nichts. Ah, jetzt kommt was. Turn back, mortal. You will find nothing here but suffering and death. Your concern for my immortal well-being is deeply touching. But you don't have to worry. You belong here with us. We used to be wanderers of the Ink, explorers of unearthly provinces. Until we stumbled upon this battlefield where heroes fought the rebellious titans eons ago. And it was to be the death of us. It's a fascinating and heartbreaking tale. But why should I turn back? Because this place will be the death of you as well. The Shrine of Lamentation is the gateway to the tower, where an imprisoned titan still squirms in agony. And no mortal can survive the presence of a titan. Without the necessary protection. I'm sorry, but what with the plural? Are you referring to yourself? Oh, I see. I would have preferred a group of imaginary friends. Listen to me. The Titan Slayers were mortal giants, but they came to the depth of the Ink protected by amulets. One of those relics, the Aegis, is still somewhere here. It's useless to us. But mortals can use it to restore life. I can see where this is going. Can you tell me where this Aegis is? Promise me that you will use the Aegis to change us back into mortals. To make sure you keep your word, we'll keep the gate to the tower closed until you do that. You seem to have serious trust issues. But what other choice do I have? You have my word. Your Chimera has returned from a End my ex. Nee. Das war auch wieder. Ja, bin ich mal gespannt, was uns da erwartet, der und seine Brüder. Ja. I can't do that. Neue Gegnerarten. Oh ja, auch nicht gerade wenig geben. Bin ich mal gespannt, was mit dem Titan ist. Vielleicht ist das also, wenn ich das mir jetzt so vorstelle, mit etwas, was Leben wiederherstellen kann, man kann es nicht ertragen, vielleicht verliert man konstant Leben, muss zwischendurch dann dieses Relikt verwenden. Das könnte ich mir jetzt so vorstellen, das erste Gedanke. Gucken wir einfach mal. Ich lasse mich da gerne mal überraschen, wenn wir da hinkommen. Klar, überraschen lasse ich mich auch, aber man... Oh, man kann ja so generelle Gedankenspielchen haben.
Am Endeffekt läuft es doch eh wahrscheinlich wieder drauf, dass wir aus, dass wir alles töten müssen. Ja. Was auch sonst. Scheint auch wieder nicht sehr klein zu sein. Hier ist eine Kiste. Ja, momentan töten wir sowieso in der Regel alles. Nein. Wer löst das? Schade, ich hatte gehofft, dass ich von oben runterschießen kann, aber das wäre auch zu assig, wenn die dann ganz außenrum hochlaufen müssen. In anderen Spielen wird dann wahrscheinlich so eine Einblendung kommen, entkommen. Also quasi, wenn man irgendwo angreift, wo die einen nicht angreifen können, dann geht's nicht. Schön in die falsche Richtung geballert. Oh, Bodeneffekte. Ja, und das sind auch Veteranen. Hier vorne links sind gleich, aber sonst glaube ich auch noch ein paar Gegner. Ja, weil machen wir erstmal die Seitengänge, hast schon recht. Es gibt so viele Abzweigungen, dass man echt erstmal überlegen muss, wo gehe ich lang. Jo. Bin mir auch gar nicht sicher, haben wir eigentlich in den anderen Teilen auch immer die Karten immer so komplett entdeckt? Ich meine schon, ja. Es kann natürlich sein, dass wir eben bei dem Kapitelwechsel was nicht gemacht haben. Hier gibt es Schädelhaufen. Statt Geröllhaufen. Der Schädelhaufen hatten wir auch damals auf diesem Friedhof schon, als wir in diesem Gebiet waren, wo wir in die inneren Ringe von irgendwas mussten. Aber da haben wir irgendwann aufgehört, weil das viel zu viele waren. Oh, da haben wir aber jetzt auch mal ein paar Gegner wirklich ein bisschen mehr Leben. Okay, einer hatte, glaube ich, ein bisschen mehr Leben. Ja, das hält sich noch alles im Rahmen. Ledermottenriese. Die haben mir gerade sogar ein bisschen Leben weggenommen.